In meiner letzten Theorie habe ich euch ja erzählt, dass Oden Kutsuki sehr stark an Herkules angelehnt ist. Dabei habe ich ja die 12 Heldentaten des Herkules erwähnt. Dies waren Aufgaben, die Herkules bewältigen musste, um einen Platz im Olymp zu bekommen. Auch Oden hat die ein oder andere Heldentat begangen, welche sehr stark an die Heldentaten des Herkules angelehnt sind. Also können wir davon ausgehen, dass Oda uns auch insgesamt 12 Heldentaten des Odens zeigen wird. In dieser Theorie möchte ich mich mit einer besonderen Heldentat beschäftigen. Und zwar mit der 9. Aufgabe, dem Gürtel der Königin Hippolyte. Bei dieser Aufgabe sollte Herkules für Admete, Tochter des Königs Eurystheus, den Zaubergürtel der Amazonenkönigin klauen. Als Herkules bei den Amazonen landete, hießen diese ihn aber sehr willkommen, da Herkules Ruf auch bis zu ihnen durchgedrungen war. Hippolyte war sehr beeindruckt von Herkules und wollte ihm den Gürtel sogar schenken. Doch die rachsüchtige Hera, Schwester des Zeus, war damit nicht einverstanden. Um Herkules zu stoppen, tarnte sie sich als Amazone unter das Volk und verbreitete die Nachricht, er wolle Hippolyte entführen. Dies wiegelte die Amazonen auf und sie griffen die Schiffe des Herkules an, um ihre Königin zu retten. Herkules tötete viele ihrer besten Kriegerinnen und nahm einige gefangen. Im Austausch gegen ihre gefangene Schwester Melanippe übergab Hippolyte schließlich den Gürtel an Herkules. Auch in der Welt von One Piece gibt es die Amazonen. Sie leben auf Amazon Lily und das Calm Belt könnte man als schwarzes Meer betrachten. Die Amazonen in One Piece kennen Männer im Grunde gar nicht, jedoch gibt es bei ihnen eine spezielle Krankheit, der schon einige Amazonenköniginnen erlegen sind, und zwar die Liebeskrankheit. Dabei verlieben sich die Amazonen in einen Mann, aber weil sie ihre Emotionen unterdrücken, werden sie schwächer und sie haben eine Menge Schmerzen. So wie es aktuell bei Boa Hancock mit Ruffy der Fall ist. Wir kennen aber auch eine vorhergehende Amazonenkönigin, welche diese Liebeskrankheit überlebt hat, und zwar Gloriosa. Somit wissen wir, dass sie irgendwann einem Mann begegnet ist und sich in diesen verliebt hat. Doch wer war dieser ominöse Kerl? Diese muss Gloriosa dazu bewegt haben, Amazon Lily zu verlassen, denn wir wissen, dass sie unterwegs war auf See, dort lernte sie auch irgendwann Rayleigh und Shaggy kennen, mit denen sie sich bis heute gut versteht. Was, wenn Oda hier für Oden wieder Herkules als Referenz benutzt hat? Was, wenn Oden Kutsuki die Liebe von Gloriosa war? Immerhin wissen wir seit den letzten Kapiteln, dass die Frauen nur so auf Oden fliegen. Doch leider hatte Oden vermutlich schon seine Toki, weshalb Gloriosa keine Chance hatte. Doch wie konnte Oden auf Gloriosa treffen? Als Hinweis dafür nehmen wir die gute Freundschaft zwischen Rayleigh und Gloriosa. Woher kennen die sich denn? Wie wir wissen, war Oden ein Crewmitglied von Roger und somit auch von Rayleigh. Könnte es möglich sein, dass sie irgendwann auf Amazon Lily waren? Dort lernten sie dann Gloriosa kennen und sie verliebte sich in Oden. Würde zumindest erklären, woher sie Rayleigh kennt. Des Weiteren wissen wir ja, dass Gloriosa Amazon Lily zu einem Zeitpunkt verlassen hat. Hier möchte ich diese Theorie nun noch erweitern, und zwar schloss sie sich der Roger Piratenbande an. Es würde alles erklären, wieso sie Rayleigh kennt, wer der Mann war, in den sie sich verliebt hat und wieso sie Amazon Lily verließ. Nach den Abenteuern mit Roger ging sie wieder zurück, um auf dem Sabaody Archipel zu leben. Dort fand sie dann irgendwann Boa und den Rest und dann geht die Geschichte weiter, wie wir sie kennen. Was haltet ihr von meiner Theorie? Wäre doch schön, wenn Oda Gloriosa nochmal mehr Background-Info geben würde. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, um mich weiterhin zu unterstützen. Schreibt mir eure Meinung zu dieser Theorie bitte unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.